ewige Nacht. Als schließlich das Leben, das Inuchi erwachte, fand es sich allein auf der Welt. Es wusste nicht, warum es hier war, noch wie seine Geschichte aussehen würde. Und doch, es ging in die unbekannte Finsternis, nur mit der eigenen Stimme zum Geleit. Inuchi, dies ist deine Geschichte.
eine Stimme. Aber weißt du auch, wovon du damit erzählen willst? Hm? Komm, vielleicht finden wir ein paar Antworten. Wenn du bereit bist, dann zieh los in die Welt. Wenn du bereit bist zu fallen und wieder aufzustehen. Sobald du... Inuchi? Hey, warte! Nicht so schnell! Oh, you said it was a good idea. Could it
Verinnerliche die Emotionen. Lasse sie alle zu. Geh weiter. Es gibt noch so viel mehr zu verstehen. Hörst du die Stimmen aus der Ferne? Du bist nicht das erste Wesen, das diese Fragen stellt. Was erwartet mich auf meinem Weg? Kann ich selbst entscheiden? Oder ist alles vorherbestimmt? Let me.
Glück und Unglück. All das ist untrennbar miteinander verbunden. Aus all dem bestehst du, Inuchi. Du hast das Glück und die Bürde, all das in dir zu vereinen. Du wirst harte Zeiten erleben, du wirst Schönes erfahren, wirst auf den höchsten Wolken schweben und auch in die Tiefen fallen. Hadere nicht mit diesem Schicksal. Nimm es in die Hand. Forme es. Genieße es. Du bist einzigartig. Du bist das Leben.
Schluss sollst du noch die Kraft der Nostalgie kennenlernen. Denn was gibt es Schöneres, als fantastische Geschichten und wunderbare Erinnerungen miteinander zu teilen? Herzlich bei der Leipziger Buchmesse bedanken, dass Sie uns die Chance gegeben haben, unsere Show hier uraufzuführen. Das Inocci ist überglücklich. Um 13 Uhr signiert das Inocci am Signiertisch 1. Oh! Und um 14.30 Uhr sind wir bei Takagi Books am Stand. Dort könnt ihr auch CDs kaufen von allen Liedern, die heute gespielt wurden. Und wem es so richtig gefallen hat, der kann morgen noch mal um 14 Uhr hier hinkommen, dann gibt es noch ein Konzert. Vielen Dank. Und noch mal einen Applaus für das Inocci!